Lieber Boris Janiko, liebes Team des Kinderpalliativzentrums Datteln, wozu natürlich auch die vielen Ehrenamtlichen gehören, im Namen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin möchte ich euch und Ihnen von Herzen gratulieren zu diesem 10-jährigen Jubiläum. Durch das, was im Dattelner Kinderpalliativzentrum in den letzten 10 Jahren geleistet wurde, ist Datteln ja geradezu zum Synonym geworden für die Behandlung, Versorgung, Betreuung und Begleitung schwerstkranker Kinder, Jugendlicher, junger Erwachsenen und deren Angehörigen, und das auf allerhöchstem Niveau und weit über die Grenzen Nordrhein-Westfalens und Deutschland hinaus. Allein die Summe der erbrachten Leistungen dort ist ja schon mehr als beeindruckend. Über 600 Patientinnen und Patienten mit über 1800 Aufnahmen, mehr als 21.000 Pflegetagen und eine Vielzahl an Behandlungen, Therapien, Beratungen und psychosoziale Leistungen. Aber ihr habt ja auch bereits vor eurem Jubiläum Gründe zum Feiern gefunden. Das waren Geburtstage von Kindern auf eurer Station, Hochzeiten, aber auch die Geburten von Kindern der Mitarbeitenden dort. Und ihr habt gezeigt, dass sich in der Palliativversorgung eben nicht alles nur um die Erkrankung und die damit verbundene Schwere dreht, sondern dass es um das Leben geht. Mit allen Tiefen, aber auch mit den kleinen und großen Glücksmomenten. Und nicht zuletzt mit einer gesunden Portion Humor, die bei euch ja auch ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Arbeit ist. Und damit gibt ihr den Betroffenen etwas, das viele in Zeiten schwerer Erkrankung und Trauer sehnsüchtig suchen, nämlich ein Stück Normalität und die Möglichkeit, den Alltag zu gestalten. Das schafft ihr mit großartigen, nicht selten unkonventionellen Mitteln, mit Räumlichkeiten, die fantastisch sind, großartigen Menschen in eurem Team und sogar mit Tieren, die trotz aller Hygienebestimmungen eines Krankenhauses bei euch auf der Station sein dürfen. Ihr habt aber nicht immer nur über den Tellerrand geschaut, mit einer nahezu kindlichen Neugier nach neuen Lösungsmöglichkeiten und Erkenntnissen gesucht, sondern ihr habt euch auch herausbegeben aus eurem Zentrum und euch auf den Weg gemacht zu den Betroffenen hin. Euer ambulantes Kinderpalliativteam hat in den letzten 10 Jahren eine Strecke dabei zurückgelegt, die weiter ist als eine doppelte Erdumrundung. Und so bunt und vielfältig wie diese Erde ist, die ihr da zweimal umrundet habt, so vielfältig sind ja auch die Herausforderungen, denen ihr euch täglich stellen müsst. Die vielen unterschiedlichen und seltenen Erkrankungen, von denen ich die meisten nicht mal aussprechen kann, mit denen ihr und die Betroffenen konfrontiert seid, stellen euch immer wieder vor neue Herausforderungen und fordern euch heraus, Dinge weiterzuentwickeln und euch nicht auf den Erfolgen der letzten Jahre auszuruhen. Auch die besondere Verdienste im Bereich der Aus- und Weiterbildung möchte ich betonen, wie zum Beispiel das Dattener Curriculum, das ja von Anfang an konsequent darauf gesetzt hat, auch in Kursen die Mitarbeitenden in der Hospiz- und Palliativversorgung multiprofessionell, also zusammen zu qualifizieren, wodurch dann die Arbeit im Team natürlich auch noch einmal auch besser gelernt werden kann. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin als wissenschaftliche Fachgesellschaft freut sich natürlich auch ganz besonders darüber, dass im Dattelner Kinderpalliativzentrum ausgezeichnete junge und auch erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine wirklich hervorragende und wegweisende Arbeit leisten, die ja nicht nur durch die DGP bereits mehrfach ausgezeichnet und prämiert wurde. Um all dies auch weiterhin leisten zu können, versichere euch alle Unterstützung der DGP, so wie es für eine wissenschaftliche Fachgesellschaft dann möglich ist, und rufe aber auch die Politik, die Wirtschaft und jedem Menschen, den es möglich ist, dazu auf, das Kinderpalliativzentrum durch Initiativen, Finanzierungsmöglichkeiten und Spenden zu unterstützen. Zu guter Letzt möchte ich noch einen Satz von Boris Janiko wiederholen, der mir seit den fast 11 Jahren, die ich für die DGP tätig bin, immer wieder im Ohr klingt und ja fast schon wie ein Mantra immer wieder vorgetragen wird und vielleicht auch noch weiter vorgetragen werden muss. Und dieser Satz heißt: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und deshalb braucht die Kinderhospiz- und Palliativversorgung eben auch eigene Wege und eigene Konzepte und vor allem Spezialisten aus dem Bereich der Pädiatrie und der Kinderkrankenpflege und der Kinderversorgung. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, das stimmt. Aber zum Glück stimmt der Umkehrschluss nicht immer. Denn Erwachsene, vielleicht vor allem Männer, sind ja manchmal auch doch große Kinder, wie meine Büroausstattung hier alleine schon zeigt. Und so wünsche ich euch vor allem eins, dass euch eines nie verloren gehen möge: die kindliche Neugier, die kindliche Unbeschwertheit und der kindliche Mut möge euch immer weiter begleiten. Und greift gelegentlich ruhig immer wieder nach den Sternen
Und die nächste Party, die wir dann gemeinsam verbringen können, die kommt bestimmt. Alles Gute aus Berlin nach Datteln.